Weihnachten habe ich ein Buch geschenkt bekommen von Burkhard Steinebel. Ein Buch, das er sehr liebt und das mir mittlerweile auch sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das das Buch von Hans Föhr, Ich will von Gott erzählen, wie von einem Menschen, den ich liebe. Und in diesem Buch, was ich am liebsten laut lese und gar nicht leise für mich im Kopf, wird die Bibel einmal erzählt. Und in dem Teil, den ich euch heute gerne vorlesen möchte, geht es darum, dass Jesus kurz vorher von Priestern, Gelehrten und Theologen und gesetzestreuen Menschen angegriffen wurde, weil er mit Huren und Zolleinnehmern befreundet ist und mit ihnen Gemeinschaft hat. Und die Freunde von Jesus, also seine Jünger, wollten direkt auf die Gesetzesgelehrten und Theologen zugehen und es ihnen mit gleicher Münze heimzahlen. Sie wollten Gott bitten, einen Blitz vom Himmel herunterkommen zu lassen, um es ihnen heimzuzahlen. Und Jesus hat ihnen erklärt, dass es so nicht geht. Und genau diesen Teil möchte ich euch jetzt vorlesen. Ich weiß, bisher habt ihr gelernt, euren Freund zu lieben und euren Feind zu hassen. Ich aber lehre euch, eure Feinde zu lieben. Ihr seid zum Segen da, auch für die, die euch verwünschen. Darum tut ihnen wohl, gerade wenn sie euch beleidigen und euch nachstellen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seine Kraft verliert, womit soll Gott seine Schöpfung würzen, sodass sie ihm schmeckt? Ihr seid das Licht der Welt. Wenn das Licht wieder erlischt, kaum dass es angezündet wurde, wie sollen sich die Menschen orientieren und Gottes Eigenart wahrnehmen? Die Freunde hockten im Kreis und wussten nicht recht, was sie sagen sollten. Jesus merkte, dass seine Anweisungen sie verwirrten. Was ihm so klar und einfach erschien, war ihnen fremd und neu. Sie gaben sich alle Mühe, sie bewunderten ihn, sie liebten ihn. Aber alles im Rahmen der uralten Selbstverständlichkeiten, die das menschliche Handeln bestimmten und keinen Platz ließen für Gottes Gedanken. Ich werde sie nicht von der Krise bewahren können, wenn sie den Weg mit mir zu Ende gehen, erkannte Jesus. Eines Tages wird ihr Lebensgerüst, an dem sie sich festhalten, einstürzen. Auch ihre Begeisterung für mich und für die Pläne meines Vaters wird dann zusammenbrechen. Sie werden mich hassen und verraten. Sie werden mich verwünschen und sich von mir lossagen. Und ich werde ihnen nicht beistehen können, wenn das Alte zerschellt. Hört mir zu, rief Jesus. Ich muss euch etwas fragen. Ich habe euch aus euren Familien und aus euren Geschäften herausgerufen. Und ihr habt alles zurückgelassen und geht seitdem mit mir. Wollt ihr weiter dabei sein? Ich stelle es euch frei. Oder wollt ihr weggehen? Ich nehme es euch nicht übel. Es ist gefährlich, mit mir zu gehen. Und ich garantiere euch nicht, dass ihr es übersteht. Also, was wollt ihr tun? Einen Augenblick schwiegen die Leute, als wollten sie sagen, wie kannst du so etwas von uns denken? Dann ergriff Petrus das Wort. Ich weiß nicht, wo in der Welt ich etwas finden soll, was dir gleichkommt. Seit ich dich kenne, kenne ich Gott. Für dich würde ich auch sterben. Und alle bestätigten, ja, so geht es uns auch. Jesus sah sie an und er war froh, Freunde zu haben und ihre Liebe zu spüren, obwohl er wusste, dass sie mehr versprachen, als sie halten konnten. Kommt mit, sagte er. Ihr werdet es mit mir erleben, wie Gott seinen alten Tempel abreißt und sich ein neues Haus baut, das er sich selbst einrichtet, wie es ihm gefällt. Fällt es euch leicht, auch die andere Wange hinzuhalten, das, was Jesus da gefordert hat? Also ich habe da oft meine Schwierigkeiten mit. Aber Jesus verurteilt mich deswegen nicht.
Er lässt seinen Freunden die Wahl. Wollen sie es konsequent durchziehen mit der gewaltfreien Lebensweise oder wollen sie gehen? Und alle kommen mit und er freut sich riesig darüber, auch wenn er weiß, dass sie ihr Versprechen nicht halten können. Auch ich erwische mich manchmal dabei, dass ich etwas verspreche, von dem ich eigentlich schon weiß, dass ich es nicht halten kann. Ich verspreche zum Beispiel, mehr im Gespräch mit Gott zu sein. Und dann schlafe ich wieder ein, ohne gebetet zu haben. Oder ich schlage mein Gebetstagebuch seit 3 Monaten einfach nicht mehr auf und schreibe nichts mehr rein. Aber egal, wann ich dann doch irgendwann wieder zu Gott komme und mit ihm spreche und wieder verspreche, dass ich es auf jeden Fall jetzt ändern werde und immer dabei bleiben werde, ist er mir nicht böse, sondern er freut sich. Jesus freut sich, wenn ich die Freundschaft zu ihm wieder aufleben lasse. Wenn ich zu ihm zurückfinde, in seine Nähe. Und ganz oft kommt er mir auch entgegen, in Liedern, bei Freunden oder wenn ich in der Natur unterwegs bin, kommt Gott mir entgegen. Und trotz aller Verfehlungen, die ich mir schon geleistet habe und die ich mir garantiert noch leisten werde, und dank seiner Liebe bin ich durch die Freundschaft zu Jesus angenommen, geliebt und gehalten. Ich kann niemals tiefer fallen als in Gottes Hände. Und gerade in dieser Zeit ist das für mich eine große Freude und eine große, ja, ein großer Segen, dass ich in Gottes Hand bin und dass er einen Plan für mich hat. Ich glaube, ich werde gleich mal beten gehen. Amen.